sind hier in Berlin-Mitte am Gendarmenmarkt in den beeindruckenden Räumen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Hier, das hier ist der Leibniz-Saal und gleich geht es hier los mit einer Veranstaltung, auf die ich sehr gespannt bin, und zwar die Science Gallery Talks. Das ist so eine Reihe mit sehr viel Zuschauerinteraktion und das heutige Thema ist: Werden wir alle Cyborgs? Gleich geht's los. Jeder Zuschauer hat so einen Laserpointer und damit kann er den Verlauf der Veranstaltung beeinflussen. Als ich gehört habe von der Veranstaltung, wie sie laufen soll, war ich eher skeptisch, weil ich dachte, so viel Firlefanz außenrum für eine Veranstaltung, das kann leicht in die Hose gehen. Aber ganz im Gegenteil, die Veranstaltung ist unglaublich unterhaltsam. Alle 1, 2, 3 Minuten kann der Zuschauer entscheiden, was als nächstes kommt. Da, wo am meisten Laserpointer-Punkte drauf zeigen, das wird als nächstes gezeigt. Ein Einspielfilm beispielsweise. Ein Statement von einem Wissenschaftler. Und ich habe das selber auch schon erfahren, das ist ein ganz, ganz seltsames Gefühl, wenn Sie auf einmal denken, dieser Cursor da vorne auf dem Bildschirm, dann macht einfach das, was ich will und ist ein Teil von mir. Oder auch eine Zuschauerfrage. Man hört gerne zu und ist dann wieder gespannt, was kommt als nächstes. Was suchen die Zuschauer aus? Witzigerweise sind die Zuschauer auch sehr fair. Wenn der eine Wissenschaftler schon viel geredet hat, dann wird als nächstes auf den anderen Wissenschaftler gezeigt und so weiter. Und das ist sehr unterhaltsam. Was ich mich nur frage, ist, ob man bei einem so komplexen Thema dann auch in die Tiefe gehen kann, wenn das alles immer nur so in kleinen Häppchen ist. Aber die Veranstaltung läuft ja noch eine Weile. Mal sehen, wie die Leute in die Materie einsteigen. Sondern dann eigentlich aus Gründen, aus Überzeugung.
die mich dazu veranlassen, bestimmte Handlungen zu tun oder eben auch zu lassen. Und dieselben Forscher, die aus ihren Experimenten Fußball hochziehen, es gibt kein freies Blut, wenn sie nach Hause kommen, versuchen sie doch, ihre Kinder zu erziehen. Ob das zusammenpasst? Fast 2 Stunden lief die Veranstaltung und ich habe mich die ganze Zeit sehr unterhalten gefühlt. Es gab sehr viele kluge und anregende Gedanken zu Fragen wie, was macht den freien Willen aus? Ab wann würde man von einem Cyborg sprechen? Was ist unser Menschenbild? Also ich bin sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Ich hatte auch den Eindruck, dass das Publikum sehr gut mitgegangen ist und dabei war. Aber das werde ich jetzt gleich auch mal das Publikum fragen. Was nehmen Sie denn mit aus der Veranstaltung? Also ich kann jetzt nur sagen, es ist erschreckend, dass eben die Hirnforschung jetzt festgestellt hat, dass noch nicht so viel vom Hirn erforscht ist. Ich habe auch Bedenken und andererseits freue ich mich ungeheuer für Menschen, die krank sind, dass man Parkinson einfach was tun kann. Und ich finde, diese Balance zu halten, sehr schwierig. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich zur nächsten Veranstaltung wiederkommen werde. Was sagen Sie denn zu dem Veranstaltungskonzept, wie es gelaufen ist? Ehrlich gesagt hatte ich mir vorher natürlich Illusionen gemacht, dass ich noch mehr mitbestimmen könnte, was nachher abgeht. Aber so war es auch interessant und natürlich ein sehr demokratisches Verfahren. Gemein war es, wenn der Film ausgewählt wurde und der Mensch nicht dran war. Aber eins war gut. Und werden wir alle Cyborgs? Laut der 2 Experten anscheinend nicht. Keinesfalls. Ja, warum nicht? Nee, glaube ich nicht. Dazu sind wir immer noch selbstbestimmte Menschen und ich glaube, das werden wir auch weiterhin bleiben. Dankeschön. Ja. Wir sind jetzt gerade rübergegangen vom Leibniz-Saal, wo die Veranstaltung war, in die Science Gallery, die direkt nebendran ist. Und hier möchte ich einen der Wissenschaftler, die auf dem Podium saßen, nochmal etwas genauer zu der Thematik befragen. Und zwar ist das Moritz Große-Wentrup vom MPI für intelligente Systeme in Tübingen. Wie haben Sie denn die Veranstaltung erlebt? Ich fand das Format sehr interessant. Also dieses interaktive Format, dass die Zuschauer wählen können, wer als nächstes zu Wort kommt, ist neu, aber es fand ich hat sehr gut funktioniert und dazu geführt, dass auch mehr Leute aus dem Publikum Fragen gestellt haben. Und gerade, dass nicht nur Fragen hinterher gestellt werden nach Vorträgen, sondern während, dass man miteinander diskutiert, finde ich ein sehr gelungenes Format. Ich fand, Sie haben es auch sehr toll gemacht, weil Sie immer relativ kurze Statements gebracht haben. Ich denke mal, nicht jeder Wissenschaftler würde das mit sich machen lassen. Vielen Dank. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich Ingenieur bin von der Ausbildung her. Was war denn Ihrer Meinung nach der spannendste Punkt, der diskutiert worden ist auf der Veranstaltung? Für mich war der spannendste und interessanteste Punkt die Frage, wann wir uns als Cyborgs betrachten und was die Kriterien sein müssen, damit wir sagen, jetzt sind wir Cyborgs oder wir sind keine Cyborgs. Das war etwas, wo ich selber auch noch was dazugelernt habe. Und zwar? Diese Verschmelzung von Mensch und Technik, also dass wie Herr Clausen das vorgeschlagen hat, wir uns als Cyborgs betrachten oder dass wir sagen, ein Cyborg ist ein Wesen, wo das Bewusstsein, wo nicht mehr zu trennen ist, welcher Teil des Bewusstseins Technik und welcher Teil des Bewusstseins Mensch ist. Wäre es denn technisch möglich, dass man Cyborg wird? Also ich glaube schon, dass man durch Technik in die Persönlichkeit eingreifen kann und das tut man ja auch schon mit der tiefen Hirnstimulation. Aber diese Definition von Herrn Clausen beinhaltete, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, dass man nicht mehr trennen kann, was ist jetzt Mensch und was ist jetzt Technik. Und ich glaube nicht, dass wir dahin kommen werden. Was ist denn in einer absehbaren Zeit technisch möglich? Also diese Cochlea-Implantate, mit denen Taube wieder hören können, sind ja schon Realität. Auch die Retina-Implantate, mit denen Blinde, zumindest manche Blinde, erste Dinge wieder sehr schemenhaft sehen können, sind auch schon Realität und werden gerade klinisch getestet. Ich glaube, das wird vielleicht noch 10, 20 Jahre dauern, bis die breit eingesetzt werden. Und ich glaube auch, dass in der Schlaganfallrehabilitation sich sehr viel tun wird und wir dort technische Geräte einsetzen werden, mit denen wir beschädigte Gehirnareale zumindest temporär überbrücken werden, um eine bessere Rehabilitation herbeizuführen. Ich glaube, das wird innerhalb von 10 Jahren durchaus realistisch sein. Und Geräte, Chips, was auch immer, die in unser Gehirn eingepflanzt werden, um uns zu verbessern, unsere Denkfähigkeit? Daran glaube ich nicht wirklich, weil ich glaube, dass die Evolution schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Und die Evolution durch technische Hilfsmittel zu übertreffen, halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass diese technischen Hilfsmittel sinnvoll sind, wenn Funktionen beeinträchtigt sind. Und wir probieren können, mit diesen technischen Hilfsmitteln diese Funktionen so gut wie möglich wiederherzustellen. Was macht denn da die Grenze aus, die technische?
da gibt es viele technische Grenzen. Also zum einen verstehen wir einfach den neuronalen Code zu schlecht. Wir wissen noch relativ wenig darüber, wie eigentlich das Gehirn Informationen verarbeitet. Und dann ist das Gehirn einfach ein sehr, sehr großer Ort mit unheimlich vielen Neuronen und Zellen. Und wir können immer nur einen Bruchteil dieser Neurone beobachten oder beeinflussen. Und ich glaube, das sind zwei der größten Einschränkungen, die wir haben. Und in Ihrer persönlichen Forschung, was ist da Ihr Ziel, Fernziel? Also wir arbeiten mit Patienten, die an amyotropher Lateralsklerose leiden. Stephen Hawking ist ein Beispiel, ein Patient, der daran leidet. Und diese Patienten werden im Verlauf der Krankheit in ihrem eigenen Körper eingeschlossen. Sie können keine Muskeln mehr bewegen und damit mit ihrer Außenwelt nicht mehr kommunizieren. Und ein Ziel ist, Gehirn-Computerschnittstellen zu entwickeln, mit denen diese vollständig eingeschlossenen Patienten kommunizieren können, also zumindest rudimentär kommunizieren können. Und ich hoffe und ich denke mir, es ist nicht ganz unrealistisch, dass innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre das auch gelingen wird. Also haben Sie sich ein Forschungsziel gesetzt, wo Sie denken, dass Sie es in Ihrem Forscherleben noch erreichen können? Ich hoffe, das ist nicht das letzte Forscherziel, das ich in meinem Forscherleben erreichen werde. Herr Große-Wentrup, vielen Dank für das Gespräch. Der zweite Wissenschaftler, der auf dem Podium stand, den habe ich jetzt hier bei mir sitzen. Das ist Jens Clausen, Medizinethiker der Uni Tübingen. Herr Clausen, wie hat Ihnen denn die Veranstaltung gefallen? Ich fand das ein ganz tolles Format. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit Herrn Große-Wentrup da zu diskutieren. Und ja, als das Format vorgestellt wurde, wie interaktiv und im Grunde ja, improvisierend das ist, das fand ich von vornherein spannend, ungewöhnlich und es hat sehr großen Spaß gemacht, mich darauf einzulassen. Das Publikum hat diskutiert und hat sehr mitdiskutiert und sich eingebracht. Und inhaltlich, nehmen Sie auch inhaltlich was mit aus dieser Veranstaltung? Inhaltlich nehme ich auch was mit. Natürlich, ich fand interessant, wie doch die Enhancement-Diskussion zunächst mal so ganz am Rande ja, im Grunde stehen blieb und dann doch vom Publikum wieder aufgegriffen wurde und dann doch noch eingefordert wurde, dass da dazu Statements abgegeben werden sollen, obwohl auf dem Podium eigentlich gar nicht so ein ganz großer Bedarf dazu da war. Und der Wissenschaftler sagte, interessiert ihn eigentlich nicht und die Diskussion gerade bei den technischen Geräten ist, das ist so weit weg. Und doch ist das etwas, was den Menschen auf den Nägeln brennt. Das fand ich schon spannend zu sehen. Die Enhancement-Diskussion ist vom Publikum wieder aufgegriffen worden. Vielleicht können Sie mal ganz kurz beschreiben, was da diskutiert wird und warum Sie das nicht so sehr interessiert hat, darüber zu reden. Enhancement heißt Verbesserung und gemeint ist mit dem Enhancement, insbesondere mit kognitiven Enhancement, kognitive Leistung, Gehirnleistung zu verbessern, also Konzentrationsvermögen, Erinnerungsvermögen oder, wenn es ganz weit geht, Intelligenz. Und das hat uns auf dem Podium nicht so arg interessiert, weil es um technische Geräte geht, bei denen man froh ist, wenn sie therapeutisch wirksam sind, wo eine Verbesserung an Gesunden noch gar nicht abzusehen ist. Deswegen war das Bedürfnis nicht so da. Philosophisch kann man dennoch natürlich Gedankenexperimente anstellen und sich überlegen, was wäre, wenn es diese Geräte geben würde, die sicher sind, die Nebenwirkungen akzeptabel sind, die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Und in der philosophischen Diskussion wird gerne eingeteilt, die Kritiker gegenüber den Befürwortern, die in zwei unterschiedlichen Argumentationsrahmen sich bewegen, wie Eric Pernes das sagt, den Dankbarkeitsrahmen und den Kreativitätsrahmen, während die Kritiker sich eher in dem Dankbarkeitsrahmen bewegen, der sagt, wir sollen unsere Natur annehmen, wie sie ist und da nicht verbessernd und optimierend eingreifen, sagen die Befürworter auf der anderen Seite, ja, die Natur ist dem Menschen nicht nur vorgegeben, sondern eben auch aufgegeben, dass er seine Kreativität nutzt, um sich erst zum Menschen zu machen. Und nun weisen die Argumentation in unterschiedliche Richtungen und beide sehen natürlich, was richtig ist. Einerseits ist der Mensch vorgegeben durch sein Geborensein und die biologische Grundlage und andererseits hat er kognitive Fähigkeiten, Kreativität, die er nutzen kann und sich so zum Menschen erst machen soll.